Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem PCGH Ratgeber PC 2300 Edition für 2200 € runtergesetzt von 2300 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen von Marcells RGB Hardware in unserem Videovorschläge-Kanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir eben erst zu dem Bild, das ist das ganz normale Gehäusebild, das kennen wir mittlerweile von Dubaro. Der Prozessor ist ein Intel i5-13600K. Er hat 14 Kerne und 20 Threads, 125 Watt TDP, kann sich allerdings auch 181 Watt reinschrauben, aus Erfahrung, ich habe den gleichen Prozessor, der schafft auch über 200 Watt und der unterstützt offiziell DDR5-5600MTS. Das ist ein guter Prozessor zum Zocken, zum Streamen, zum Rendern. Natürlich gibt es noch den 13700er oder den 13900er im Intel-Lager. AMD hat unter anderem noch den 7800X3D, der den hier ganz locker aussticht. Also von daher trotzdem ein guter Prozessor und auch immer noch aktuell. Die 14. Generation ist noch gar nicht draußen. Und der kostet 309 € bei notebooksbilliger.de. Der CPU-Kühler ist ein BeQuiet Darkrock 4. Er hat eine TDP-Klassifizierung von 200 Watt, also rein theoretisch sollte er es schaffen, den Prozessor zu kühlen. Wenn man den jetzt 10 Minuten Cinebench rennen lassen würde, glaube ich nicht, dass der das schafft, weil der Prozessor sich ungebändigt, also wenn man ihn nicht limitiert, über 200 Watt reinpfeifen kann. Für den reinen Gaming-Betrieb ist der aber völlig ausreichend. Und der kostet 66,89 € bei Mindfactory. Was das Mainboard angeht, haben wir ein Gigabyte Z97 Gaming X inklusive WLAN und Bluetooth. Also entweder lösen die das über einen Stick oder eine Karte oder so, oder ist es das Gaming X AX. Ich nehme jetzt auch einfach das AX, weil so ein Stick kostet das gleiche wie der Aufpreis zum normalen Gaming X ohne AX. Wir haben hier den Sockel 1700 von Intel, klar, sonst wird das Ganze mit dem Prozessor nicht funktionieren. Und Z97 ist der aktuellste Chipsatz. Ihr könntet also theoretisch mit diesem K-Prozessor und dem Z97-Chipsatz übertakten, wenn ihr das möchtet. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 3 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein und ich finde das ganz gut gelöst, dass die SSD-Slots unter der Grafikkarte sitzen, weil dann werden da keine möglichen Erweiterungsslots irgendwie verdeckt von dem Kühler der Grafikkarte. Die Erweiterungsslots sind nämlich hier unten, 2 Stück an der Zahl für eine Capture Card oder ähnliches. Ansonsten haben wir Toslink, Mikrofon und Kopfhöreranschluss, Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, 2x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, die Onboard-Grafik könnt ihr theoretisch benutzen, lasst es bitte. Sobald die Grafikkarte natürlich abraucht und ihr müsst irgendwie an die Daten dran oder so, ist das ganz nice to have, aber ansonsten das Bild bitte über die Grafikkarte ziehen. Dann haben wir noch WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss und 4x USB 2.0. Das ist jetzt nichts Besonderes, das ist mehr oder weniger ein Einsteigerboard. Es gibt schlimmere, klare Sache. Aber bis zur Mittelklasse oder Oberklasse ist noch ein gutes Stückchen weg. Also es ist wirklich so ein Einsteigerding. Deswegen das mit dem Übertakten würde ich lieber lassen. Und das kostet 247,94 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB Nvidia RTX 4070 Ti beliebiger Hersteller. Ihr wisst also nicht genau, was ihr bekommt. Sie werden natürlich auf ein günstiges Design gehen. Ich glaube nicht, dass da jetzt so eine Republic of Gamers Grafikkarte oder so reinwandert. Wir nehmen jetzt in dem Fall auch die günstigste am Markt, Gainward GeForce RTX 4070 Ti Panther 12 GB. Das ist eine gute Grafikkarte für WQAD und auch 4K. Kommt immer ganz auf die Spiele an natürlich, also E-Sports-Titel in 4K ganz easy. AAA-Titel müssen ein bisschen mit den Details rumspielen, also nicht alles auf volle Möhre ballern, so Raytracing oder so, dann funktioniert das auch in 4K. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 799 € bei Alternate. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x 16 GB Dual-Channel, schon mal sehr wichtig. DDR5 AM5 PC 5600 Kingston Fury Beast. Was das AM5 da verloren hat, weiß ich auch nicht. Es ist halt ein Intel-System. Ich habe den auch eben rausgesucht, weil die Timings ja jetzt nicht direkt dahinter stehen, aber im Konfigurator stehen sie drin. Das ist der hier mit CL36. Also erstmal 32 GB in der Preisklasse völlig okay. 5600 geht besser. Nehmt lieber 6000er, wenn ihr den irgendwie nachkonfigurieren wollt. CL36 ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Da sollte so CL32 oder CL30er RAM besser sein. Ich denke mal, dass da AM5 steht, hat irgendwie was damit zu tun, weil dieser RAM eben Intel XMP und AMD Expo unterstützt, aber es passt halt nicht zu diesem System. Also der RAM ist soweit okay, das funktioniert alles, ja, aber die Beschreibung ist irgendwie durcheinander. Und er kostet 106,90 € bei notebooksbilliger.de. Die Festplatte ist eine 2 TB Kingston NV2.
Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2800 MB die Sekunde. Für einen normalen Gamer reicht das. Natürlich gibt es in der Preisklasse sogar schon bessere SSDs, die entweder schneller sind oder besseren Speicher haben oder wie auch immer. Aber wie gesagt, für einen normalen Gamer reicht es. 2 TB in der Preisklasse nice to have, kann man machen. Und die kostet 77,35 Euro bei computeruniverse.net. Das Netzteil ist ein 850 Watt Be Quiet Straight Power 11. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und voll modular. Das ist schon mal ganz nett. 850 Watt auch völlig ausreichend für das System. ATX 2.4 Standard. Das bedeutet für euch, die werden so ein Adapterkabel nehmen und das an die Grafikkarte anschließen, weil die ja schon den neuen 12 Volt High Power Anschluss hat. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es geht besser. Es gibt aktuellere Netzteile, die schon das neue Kabel für die Grafikkarte mitbringen. Sieht halt blöd aus mit dieser Adapterstrippe da drin. Und das kostet 141,25 Euro bei Galaxus. Das Gehäuse ist ein Lian Lilan Cool 2 Mesh RGB. Das hat eine Mesh-Front, das bringt auch schon 3 Lüfter in der Front mit. Was jetzt schön gewesen wäre, wenn noch hinten ein Lüfter mit dabei gewesen wäre, dass der Airflow eben auch wirklich gegeben ist. So bläst das Gehäuse halt nur rein, es entsteht Überdruck. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wäre aber nice to have gewesen, wenn eben hinten noch ein Lüfter drin gewesen wäre, um die warme Luft rauszutransportieren. Ansonsten ist in dem Gehäuse genug Platz, ist auch sehr beliebt bei uns in der Community. Und das kostet 119,90 Euro bei Case King. Windows ist wie immer nicht mit dabei, macht euch einfach einen USB-Stick fertig. Ich habe dazu ein Video auf meinem Kanal. Service, 2 Jahre Garantie. Ihr kriegt nur einen Retourenschein. Das bedeutet, wenn mit der Kiste was ist, müsst ihr das selber zur Post bringen oder eurem Postboten in die Hand drücken, falls er zufällig vor eurer Tür steht. Der klingelt jetzt nicht bei euch und holt das Ding ab. Gratis Zugabe, PCGH Wärmeleitpaste 1 Gramm. Ja, was wollt ihr damit, wenn ihr einen Fertig-PC kauft? Ich meine, schön, wenn man hinterher mal einen Prozessor tauscht, hat man halt Wärmeleitpaste. Ja, dann könnt ihr auch direkt den Kühler tauschen, da ist welche bei. Inklusive Gutschein für PCGH Sonderheft. Was das jetzt wert ist, 5 Euro oder so, ich weiß es nicht. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.868,23 Euro. Und der PC kostet 2.200 Euro, runtergesetzt von 2.300 Euro. Das sind 330 Euro Aufpreis fürs Zusammenbauen. Wenn wir jetzt mal realistisch sind, man findet die Sachen bei Mindfactory, lässt die da zusammenbauen, bezahlt ihr 190 Euro. Also ich finde das deutlich zu viel. Und ich bin das auch nicht gewohnt von Dubaro. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob das an PCGH liegt, weil die irgendwie hohe Gewinnbeteiligung haben oder sonst irgendwas. Aber es ist auch aktuelles System scheinbar, weil es ist ja auch runtergesetzt worden von 2300 auf 2200. Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe mir einfach mal ein anderes System genommen von Dubaro, was ungefähr gleich war. Da war eine dickere Grafikkarte drin, habe ich runterkonfiguriert und so weiter. Das ist 1 zu 1 das gleiche System, wie PCGH das vorstellt. Hier kostet das Ganze 2089,20 Euro. Ich würde das System in der Konfiguration jetzt sowieso nicht kaufen. Alleine wegen dem RAM und dem Netzteil finde ich irgendwie ein bisschen unpassend. Ist jetzt nicht schlimm, aber eben unpassend. Aber selbst wenn ihr das 1 zu 1 mit einem anderen PC nachkonfiguriert bei Dubaro, seid ihr viel günstiger dran. Also ich würde auf jeden Fall die Finger von diesem System lassen. Nehmt irgendeinen anderen, einen Kreativ-Ecke-PC, einen Hardware-DSPC, was auch immer gerade aktuell ist. Von mir aus auch von Nilsson. Wobei ich eben gesehen habe, Nilsson hat Streaming-PCs, die meistens nur 16 GB RAM haben. Finde ich auch nicht in Ordnung. Kommen wir vielleicht später mal irgendwann drauf zu sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Und wie immer, zu guter Letzt, danke an die Kanalmitglieder, an RobTech, Andreas Gold, Chagall und Christopher für den Support auf unserem Kanal. Falls ihr Mitglied werden wollt, der Button, der ist unter dem Video, kostet 5 Euro im Monat, damit unterstützt unsere Arbeit, vor allem Dingen auf dem Discord mit dem kostenfreien Ticketsystem. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gut, das wär's dann schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.